Hallo, da sind wir wieder. Ja, das immer wieder. In der nächsten Runde von Alt's Live. Ja. Wir haben vorher schon mal ein bisschen grob eingekauft, bevor es jetzt losgeht. Ich hatte mir jetzt mal Toolkits Genau. gekauft. Und Ich weiß noch nicht, wie man die anwendet, aber naja. das weiß ich. Wir haben uns auch ein GPS gekauft. Weiß, was nicht funktioniert. Das, was nicht funktioniert. Uns wurde gesagt, STRG und M. Funktioniert aber nicht. Vielleicht auch N. Lass schon mein Auto an. Side-Channel, Direktkommunikation, Gruppenkanal war es so. Warte, direkte Kommunikation mache ich. Der Gruppenkanal hört dich ja keiner. Gut, machen wir Direktkommunikation. So, alles klar. Dann Wir hatten jetzt vor, nochmal Kupfer. nochmal Kupfer zu farmen und Und dann. vielleicht danach mal ein bisschen Weed, bei so wenig Polizisten. Wir haben geguckt, es sind vier Polizisten auf dem Server. Von daher. Genau. Können wir ja mal probieren, wie es wird. Na gut, wir fahren jetzt erstmal los. Ruhe fährt vor. Denk dran, ich kann nicht so schnell fahren, gell? Ich will es. Gucken wir mal. Kommt keiner. Ja, müssen Los wir mal geht's. vor Obacht fahren hier. Ja. Oh, davon. Oh, was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier los? Scheiße. Der Baum ist erstmal umgekippt bei mir. Hat er was gesagt? Reden die mit uns? Nee, der redet. Der. Hörst du die nicht? Übelst leise nur. Du hast doch gerade laut gestellt, dachte ich. Hab ich auch. Also, ich höre die klar und deutlich. Was haben die denn gesagt? Na, der eine sagt halt, wieso nehmen sie mich fest? Und warum sind da 300 Polizisten? Weil der wahrscheinlich Waffen hatte und so ein. Grasanzug, so ein Scharfschützenanzug. Ach so. Meinst du, war einer von den Rebellen oder was? Natürlich. Wie kann man Rebell werden? Keine Ahnung. Sollen wir zu den Rebellen gucken? Demnächst. So, Obacht, hier geht's links. Jungs, man kann ja mal sagen, danke, dass immer mehr Abonnenten bei uns zukommen. In letzter Ja. Zeit. Fast täglich mittlerweile einer. Das ist schon nicht schlecht. Danke an alle Abonnenten, die eventuell dieses Genau. Video gucken. Also einer. Ja, auch ich habe Ich. gerade irgendwie ein bisschen Angst, hier Vollgas zu geben, gell? Wieso? Ich habe mir vorhin nochmal unsere Wir erste sind aus der Folge. Stadt. Ich habe mir vorhin nochmal unsere erste Folge angeguckt. Welche? Die komplett erste. Ja, also die erste der letzten Aufnahmesession. Ach so, ja. Von wegen. Hier kommt doch sicherlich eh keiner, da kann ich doch ein bisschen schneller fahren. Fahr 3 Meter und dann kommt die Polizei. Also die Folge, So, falls hier ihr wissen vorne wollt, geht's welche Folge links. das war Folge 19. Genau. Als aufmerksame armer Zuschauer hättet ihr das ja wissen sollen. Das auf jeden Fall. Ich dass man hier nicht blinken kann. Das wäre übelst cool. Ich kann halt auch nicht nach hinten rausgucken, weil da dieses. Wisst schon. Wie willst du nach hinten rausgucken? Na, mit 1, 2 und 3. Ach so, aber das geht bei dir Warte nicht. mal, Ach, du fährst von Obacht! innen. Ja, ich war von innen. Wir müssen hier rein. Nen, 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 Oh. So, suchen wir uns mal einen schicken Platz. Genau, drehen wir schon mal. Komm mal hier um den Baum rum. Mal hier über irgendwelche Hügel drüber fahren. So. Ausschenken. So, Sehr Z, gut. Spitzhacke nutzen. Ich hoffe mal, wir sind jetzt hier richtig. Ja, sind wir. Ja, wir können ja mal ein bisschen jetzt. Also wie gesagt, ihr seht ja, ich habe mir einen schicken Hut gekauft und neue Klamotten. Oh, du hast ja auch einen Hut gekauft, ja? Na. Genau den coolen, wie ich hab. Wissen nicht, welchen hast denn du? Den Strohhut. Nee, ich habe mir den anderen geholt. Den anderen Hut. Achso. Und da huben sie schon wieder da oben. Ich höre das alles gar nicht. Ich muss dann mal einen Sound lauter stellen. Das steht auf jeden Fall. Oh, da kommt ein Ja. Auto an. Ich hoffe, du befährst mich nicht. Wo steht Nabbens. denn der?
Wahrscheinlich hinter meinem LKW, wa? Ja, das sind zwei hier. Den Zwei habe ich erstmal Autos? guten Tag gesagt. Nee, zwei Leute. Ach so. Louis, Truck ist schon echt cool, muss man sagen, rot. Nur wollten den weißen nehmen, Na, in weiß und so dreckig ey. erinnert er mich voll an so einen italienischen Bauarbeiter LKW in klein erinnert. Wisst ihr? So 14 reinlegen. Ich habe gerade irgendwas gesagt, aber ich habe es, weil du dazwischen geredet hast, nicht verstanden. Die mit uns geredet haben. Ah, hier. Keine Ahnung. Die haben so einen Offroader. Oh, ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht Das so ist. spannend für euch. Nee, das ist doch nicht so spannend. Aber du kannst ja eine schöne Geschichte erzählen. Mir fällt gerade keine Geschichte ein. Es war einmal ein. Eine schöne Armerfolge. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle gestorben sind. Ende. Warum ging das so? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, irgendwie so ging das. Heute schöne Geschichten von Patrick. Genau, also wer den nicht kennt, das ist echt traurig. Oh ja. Ich würde es mal interessieren, ob ich von hier auf mein LKW zugreifen kann. Also ich kann von hier auf mein Auto zu. Die labern hier gerade, ich habe schon eine Nachricht geschickt. Ja, okay. Die hören so an wie 12, kann das sein? Der eine ja. Okay. Ach, es passen nur 15 ins Auto rein. Seit wann das? Naja. Kupfer ist halt ein bisschen schwerer. Die 16. Das letzte Mal hatte ich 20 drinne. Achso, irgendwas noch in deinem Kofferraum. Da kommen noch welche. Nee, nee. Ich frage mich, von wo die alle gefahren kommen. Hier ist das so eine riesengroße, schöne Auffahrt, Das Ausfahrt, wie auch stimmt. immer. Und die kommen alle von da hinten irgendwo gefahren. Noch einmal nutze ich, dann war's das. Ich brauche noch ein bisschen. Ich habe mein LKW nicht mehr voll. Hä? Nee. Das letzte Mal hatte ich 20 drinne. Nee, bestimmt 5, 20 Kupferbarren. Ja, wir haben hier Kupfererz. Kupfererz ist Ah. größer als Barren. Ah. Und dann können wir dann in Ruhe das alles veredeln. Wo geht's denn zum Veredler? Wo sind die auf der Karte nochmal? Rechts oben von Kupfermin. uns. Wir müssen hier oben Ah, links ist ein raus. Kupferhändler, ja? Na, nee, Kupferverarbeitung heißt das. Ich kenne den Weg jetzt mittlerweile auswendig. Achso, den Vorstehen wir nachher. Den Vorstehen wir Wir nachher, weil. müssen. Nee. Ich finde sie mich nicht auf der Map, komischerweise. Komisch. Nicht? Nur den Händler. Nee, weiter rechts oben ist der. Warte, ich Noch guck weiter selber rechts. mal. Kokainverarbeitung. Ah, hier Kupferverarbeitung. Oh, das ist ganz schön weit weg. Ja, es ist aber gar nicht so weit. An sich ist es gar nicht so schwer zu finden. Fährst halt hier oben links raus, fährst geradeaus bis zur Hauptstraße, fährst rechts an der Hauptstraße und fährst geradeaus bis in Okay. das eine Dorf nach den komischen Kurven. Ja, du kennst schon alles auswendig. Ja, und dann halt in dem Dorf nach den komischen Kurven fährst du rechts und dann da oben Mir könnt fällt ihr dann übrigens mit dem gerade auf, ich Quad habe gar keine befahren. Lizenzen mehr. Wie, keine Ja? Lizenzen mehr? Kein Ich Führerschein mehr? Nee. Ist Scheiße. natürlich schlecht. Und Doch, was du? nicht von. Ich hab noch alles. Ich hab LKW-Lizenz. Ich hab normal. Also Da LKW-Führerschein. haben sie echt nicht anhalten lassen, gell? Oh. Nee. So ein Führerschein, ihr könnt den echt auch mal nur 250 Euro kosten. Das stimmt. Okay, ich glaube, ich kann jetzt. So. Warte mal. Fertig. Fertig. Geh nur rein. Oh, mein Auto lenkt schon wieder nach links. Nach rechts. Oh. Das war völlig in Ordnung. Ist jetzt mal Wie fährst gut. Na, wenn mein Auto nicht dauerhaft nach links, du? Ja, rechts lenken würde. du musst da mal übelst durchbrettern mit der Tastatur nach links oder so, dann geht das auch. So, jetzt aber. Du jetzt. Du, Jetzt liebe kann man Zuschauer, fahren. Jetzt um zu. geht's los. Jetzt geht's los. Um zu erzählen, was wir nämlich vorhaben. Nobu will sich dann später einen riesen Truck holen. Ja, jetzt wahrscheinlich nicht den größten Truck für 2,7 Millionen.
Nee, aber schon großen. Na Und ich will schon. mir eine Waffenlizenz holen, Na? um uns zu verteidigen. Der fährt ganz schön schnell eigentlich, der LKW. Also ich glaube auf 100 komme ich. Und mit Ist in so einem dicken Ordnung. LKW ist das gerade. Also dick ist der ja nicht. Nee, nee, nee. Aber ich übernehme dann einfach ein neues Auto. Ja. Ich habe ja den Offroader noch in meiner Garage für kleinere Wege, wo man Genau. jetzt ein bisschen schneller sein muss. Oh, Genau, bergab so. 110. Echt? 111. Ja. Oh nee, wir fahren jetzt sicherlich wieder gleich an der komischen Ecke vorbei, gell? Ja. Und auf der Geraden. Na, ich kann ja zum Glück nicht mehr so schnell fahren, das ist ja das Gute. Das ist gut, okay. Das ist das Gute an solchen LKWs, ey. Aber du wolltest vorhin sagen, der LKW in Weiß würde dich woran erinnern? Weiß nicht, an irgend so ein Baustellenauto aus, bestimmt von irgendwelchen Italienern. Das stimmt allerdings. Aber der wird hier leider nicht dreckig. Das ist das Problem. Wüsste halt nicht. Sonst hätte ich mich auch gesagt, Weiß. Oh, erstmal den Pilot umgefahren. Herrlich. Obacht, da vorne kommt dann die Kurve. Oh, hier ist nur 30. Aber egal. Wir fahren schon ein bisschen mehr. Nen, 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 nen. Nen, nen, nen. Wie gesagt, in der Zwischenpause von dieser Folge zur nächsten werde ich mal meinen Sound ein bisschen höher stellen. Lou wollte eigentlich schon zuvor sein Sound höher stellen, hat er auch gemacht. Ich habe den Hat er nicht. Kokosauer auf volle Lautstärke Ich auch. gefettert und trotzdem habe ich die Polizisten nicht gehört. Und auf dem auf dem Mark oder auf dem Helikopter. Und ich war Feuerwehr-Sirenen. Feuerwehr. Warte Also. mal. Ah ne, ich dachte, hier kommt schon die Aber beschissene Kurve. jetzt, es wird immer lauter. Fährt Stadt? Was Fährt ist denn hier Stadt? los? Keine Ahnung. Boah. Boah. Oh. Was? Wow! Boah. Wow! Was war denn da los, ey? Hallo? Alter Schwede. Was war denn? Fährst du noch? Ne, mein Auto ist ka fast kaputt. Nee, hallo? Kann jemand mein Auto reparieren? Warte mal. Scheiße. Kann jemand mein Auto bitte reparieren? Hallo? Ich komme mal zurückgefahren. Ich habe ja Toolkits mit zum Glück. Was war denn da los, ey? Herr Polizeiautos, Polizist, Panzer. können Sie bitte mein Auto reparieren? Wäre das möglich? Bitte nicht beschlagnahmen, nur reparieren. Danke. Er hat Was mir ist denn Toolkit hier? gegeben. Wie kann man das anwenden? Neben dein Auto stellen, scrollen und dann müsst ihr Auto reparieren, da Nee, steht. das steht nur Inventar da. Nee. Na, da musst du auch einsteigen und so, wenn da stehen. Na, hier ist gerade so viel los, Novo. Bist du gerade mir vorbeigefahren? Nein, ich stehe noch hier. Ah, hier an der Seite. Nee, nee, ich kann nur als Passagier einsteigen. Oder als Inventar. Mehr kann ich nicht machen. Warte mal, ich check mal aus. Scheiß. Der hat mir jetzt wie kann man noch mal auf seinen Rucksack zugreifen? I, halt. I. Na, und dann Doppelklick auf den Rucksack und dann Werkzeug. Da sind zwei Werkzeugkästen drin. Da Ja. habe ich eine auf den Boden gelegt. Nee, das Ich wollte ich gar auch. nicht. Und was ist, wenn du Z drückst? Ich schließ mal auf. Gucken wir, ob es jetzt geht. Passagier. Fahrer, Passagier. Inventar. Vielleicht muss er das ins Auto-Inventar legen. Hier, wer steht denn da vorne bei Adventado? Dann lass mal kurz rüber. Hä? Alter, das ist mir voll reingebrettert. Was war's denn jetzt?
Irgendwie Ich geh mal kannst du das davor. reparieren. Ich weiß aber nicht wie. Frag mal, wie das geht. Oh, warte, ich mach erstmal mein Auto schnell zu. Ja, mach mal dein Auto schnell zu. Wie kann man eigentlich sein Auto reparieren? Ich habe jetzt so ein Toolkit. Das ist so ein Werkzeugkasten, aber wie repariert man das? Der steht noch vor den ganzen Pumps drin. Muss erstmal gucken, ob ich mein Auto überhaupt zugeschlossen habe. Ja, hab Oh, ich. Darth Neo kommt. Ach, Meister Darth Neo. Alles klar, hat gefehlt vor. Wir fahren zum HQ. Wie repariere ich es damit? FTRG drücken und auf Reparieren drücken. Okay, danke. Ah, Scheiße. ja. Ja, ich hab's. Scheiße, ich hab den Kompass offen. Wie krieg ich den Kompass weg? Keine Ahnung. K wie Kompass, C wie Kompass. Wie repariere ich mein Auto? Davor stellen, STRG drücken und dann ploppt das auf. Da kommt dann reparieren oder rausziehen und Ah. klickst auf reparieren. Wusste ich auch nicht. GPS habe ich, ach GPS habe ich gar keine Tasse zugewiesen. Ach na, dann ist ja kein Wunder, dass es nicht geht. Wie kann man das? Hier ist keine Taste ist mehr frei. Kompass habe ich auf 2x K. Nen, 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 nen. So, warten wir Du, mal warten Sie mal kurz. bitte. Ich muss jetzt mal kurz GPS. Du, GPS ist wohl so eingelegt. STRG umschalten ist aufgelegt auf STRG rechts plus M. Was ist ein STRG rechts plus M? Na, rechte Steuerung. So, 2x L. Ich habe jetzt Ah, zwei ich auf 2. hab's. Rechts ist STRG und M ist sonst GPS. Wo ist ein rechtes S? Hier. Ah! STRG ist die Taste für alles. Bist du bereit? Kann man Dann weiterfahren, ja? alles klar, los. Ich verstehe nicht, wie ich mit meinem LKW an den vorbeigekommen bin. Oh, der Vor hat mich. allem. Hast du das eigentlich gesehen, wie ich geflogen bin? Nee. Ich habe einen kompletten Überschlag gemacht. Ich hab doch dank meinem Panoramadach Ja. keinen Rückspiegel oben in der Mitte. Denke, das passiert nichts, geht, da kommt so eine Na, wie bist denn du Eskorte. drauf gefahren? So ein Na, der. Polizist oder was? Nee, die uns entgegenkam. Ach so, Den der sein ihn Auto war geholt komplett hat. kaputt. Na, das haben sie beschlagnahmt. Lol. Hey, Und ich habe gesagt, ich möchte mein. wake Se Oh. Oh, was war denn jetzt? Der. TeamSpeak. Hey, wake up. Ich hab's kurzes Schwarzbild gehabt und ich bin aus dem Spiel getappt geworden. Oh. Deswegen musste ich erstmal volle Wut auf die Bremse gehen, ey. Ich wollte nur mal erwähnt haben, mir ganz schön scheiße aus Autos rausgucken kann. Also aus dem Auto. Ich sehe halt nichts. Ich fahre deswegen von außen. Nee, ich fahre von innen. Von innen ist cooler zu fahren. Das stimmt aber ohne Gamepad auch schwer. Rea. Warum? Finde ich jetzt nicht. Also im Gegensatz zu dem Offroader lässt sich der LKW echt gut fahren. Echt? Ja. Ja, ich hab dem Polizist gesagt, ich möchte bitte nicht, dass es beschlagnahmt wird, gell? Und Ja. er sollte mir bitte was geben. Da hat er mir drei Repair-Kits insgesamt gegeben. Lol. Da steht. Gut 750 Euro gespart, auch nicht schlecht, gell? Ja. Mich hat's echt gewundert, wie ich mit dem LKW und durch die Ja. durchgekommen bin, ey. Was war denn das? Wer überholt der da, gell? Ja, aber wo er überholt hat. Halt auch bei mir auf dem Gras gefühlt. Also so halb Gras, halb Straße. Ja, weil er uns gesehen hat. Ja, man überholt doch aber nicht zwei Panzer mit zwei Polizisten und wer war da noch? Ein Noch Helikopter. ein Offroader und ein LKW dahinter gefahren. Da war ein Helikopter drüber noch. Auch noch. Ich frage mich, wo die Panzer hinfahren. Das weiß ich auch nicht, aber das war jetzt sicherlich die ganze Polizei hier auf dem Server, oder? Gefühlt ja. Dem war das aber auch egal, was wir im Auto haben oder so, gell? Naja. Die werden sich gedacht haben, die fahren Richtung Kupferhändler. Obwohl, wir hätten eigentlich auch Richtung Cannabis Richtung, fahren können. ja, Richtung Cannabis oder Richtung Kokainverkauf. Ah, nee.
Siehst du, man, nee, hier ist schon was los. Altes Life ist echt nie langweilig. Nee. Da wurde ich einfach mal komplett. Was ist denn hier schon wieder los? Wieso? Hier steht schon wieder ein Auto. Mitten. Was heißt das? Auf der Straße. Ich bin dir fast in den Dreck gefahren, weil du so langsam gefahren bist. Naja, darfst nicht schnell fahren. Anscheinend hat mein Auto repariert, gell, legt da mir 10 Repair-Kits hin. Ja, dachte, du weißt, wie das geht, ne? Die müssen da weiterfahren, die wollen doch auch Panzer wegbringen. Der eine Polizist hat mich voll geflamed, hat gepäht. Was hat er dann gesagt? Ja, aber ich bin da zu ihnen hingerannt, war gepäht und hab gesagt, Opa, können Sie mir bitte Ihr Auto reparieren? Ja, was hat er gesagt? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, hat er gesagt, Alter, geh mir doch mal aus dem Weg. Und dann ist halt Darf Neo ausgestiegen und ist zu uns gerannt. Auf Neos hier nichts nicht. So, wo fahren wir jetzt am dümmsten lang? Ne, geradeaus. Ich fahre ja nicht über den Hügel, ich suche mir jetzt einen schönen halbwegs flachen Weg. Du bretterst hier rum. Da ist ein Stein. Oh. Ich weiß. Ich will mein LKW nicht kaputt fahren. Oh, das Interface. Wer Interface? Wer ist ein Interface, die vorhin gesammelt haben mit uns zusammen. Echt? Oh, wie fährst denn du? Ich muss drehen. So. Hier schon mal zum Händler. So. Guck mal, vorarbeiten. Nur Scheiße passiert wieder. Jetzt machst du das halt, wo 8K steht und dann... Hab ich. Und jetzt bearbeitet. Schmelze Kupfer. Wieso guckt das eigentlich nicht an? Keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich mag das Quad eigentlich gar nicht. Nicht? Warum nicht? Früher, als wir das hatten, da waren wir total froh, das weiß ich noch. Ja, aber ich meine... Wer hupt denn hier? Ne, das Quad. Wo ist denn hier ein Quad? Ne, hinter da, hinter dem Zaun. Ach, das sehe ich nicht. Wieso schließt du dein Auto mal auf und machst es wieder zu? Hab ich gar nicht. Achso. So. Kupferbahn reinlegen, gell? Ja. Kupfererz nehmen. Ja, genau. Ich muss halt dreimal verarbeiten, ey. Oh, ich muss zweimal verarbeiten, jetzt liegt noch eins drin, also dreimal. Also ich muss insgesamt viermal verarbeiten. Nee, ich muss wegen ein Stück nochmal verarbeiten. Ja, das hatte ich vorhin auch, oder wegen zwei Stück, ich weiß es gar nicht. Ah, das... Was braucht man, damit man... No was? Entry? No Entry? Naja. Naja, wenn... Was braucht man, Entry? Damit man... Pickaxe? Oh, das ist super geschrieben. Ja. Es ist zu schwer zu schreiben, Spitzhacke. Ich würde auch gerne antworten, aber... Ich weiß nicht, wo mein Schreiben ist. Ich auch nicht. Verdammt. So, da legen wir mal alles rein. Schmelzen wir nochmal. Echt? Okay. Bei dort 300 Kupferschmelzen genauso lang wie ein Kupferschmelzen. Ja. Dein Fahrzeug ist entweder voll oder du kannst es nicht mehr tragen. Hä, wieso steht das bei dir? Mir steht oben rechts, dein Inventar ist voll. Ja, jetzt war mein Fahrzeug halt vorne voll. Also mein Fahrzeug ist voll bei 18 Stück, komischerweise. Irgendwie passen weniger rein. Ich weiß es auch nicht, ich probier gleich nochmal. Na wie gesagt, das waren gestern Bahnen. Warte so. Ein Kupferbahn hergestellt, so. Ach doch, 20 sind drinne. Ne, passen sogar 21 rein. Das Quad will irgendwie nicht. Also siehst, liebe Zuschauer, wir müssen jetzt gleich eine kleine Pause machen. Oh, Junge. Warte mal, Kupferbahn kommt rein, gell? Ja. LKW. Du, wir können aber eine kleine Pause machen, wenn du fertig bist, dann geht's weiter. Genau, ich verarbeite nochmal kurz. Genau. Und bevor wir dann weiterfahren, mach mal ein kurzes Päuschen. Und dann machen wir nochmal einen kleinen, fahren wir zur Kupfer weg.
fahren wir unser Kupfer weg, können noch mal kurz Pfirsche pflanzen, verkaufen die und geben unser Geld ab, gucken, was wir rausgekriegt haben und machen mit dem Geld irgendwelchen Unfug. Genau. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.